Ja, moin moin liebe Motorradfreunde, hier sind schon wieder Markus und Dietmar vom Motorradtest.de. Und ja, wir haben eigentlich heute einen Motorradtest gehabt, aber die Maschine, die wir testen wollen, ist verkauft worden. Ja, was ein Ärger, dabei ist heute so ein herrliches Wetter, aber genau. Was soll's. Genau, aber wir haben die Zeit genutzt. Wir haben euch ja vor etwa einem Monat aufgerufen, bei der Aktion Show Me Your Bike mitzumachen. Und ja, heute haben wir jetzt mal gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. 4 Wochen reicht eigentlich auch. Und wir haben echt viele, viele E-Mails bekommen. Sehr viele. Ja, und wie ihr seht, sind wir hier ganz gechillt und haben jetzt hier am Notebook heute Morgen mal schön in der Sonne stundenlang uns alle eure Einsendungen angeguckt und haben jetzt mal 5 Bikes rausgesucht. Genau. Und aus diesen 5, wie das angesagt war von Anfang an, ist es jetzt an euch, den Gewinner festzulegen. Genau. Das heißt, ihr müsst euch jetzt dieses Video angucken. Da werden diese 5 von uns ausgewählten Favoriten vorgestellt. Und aus diesen 5 wählt ihr dann den Gewinner. Und das funktioniert folgendermaßen. Genau. In der Description, in der Videodescription haben wir einen Link zu unserem YouTube-Kanal. Da gibt es im Bereich Community jetzt eine Umfrage. Die ist jetzt auch schon online. Und da findet ihr die 5 Bikes, die ihr jetzt gleich sehen werdet, wieder. Und ihr klickt einfach eins an. Ne? Und ja, dann und dann wird er mit den meisten Klicks. Ach ja, natürlich, genau. Ja, richtig. So funktioniert das. Ich habe eben gerade gedacht, woher wissen wir eigentlich, wer geklickt hat? Aber es geht ja gar nicht um den Klicker. Es geht darum, der die meisten Stimmen bekommt. Ihr seht schon, wir sind super vorbereitet. Ja. Genau, okay. Also wie gesagt, der die meisten Stimmen hat, gewinnt und wird dann von uns per E-Mail benachrichtigt. Wir lassen das jetzt so eine Woche laufen, ne, würde ich mal sagen, diese Umfrage. Genau, und jetzt geht's ja mal los. Wir wünschen euch, achso, nee, Moment, den Gewinn. Wir müssen noch den Gewinn. Ja, genau, der Gewinner soll natürlich auch was gewinnen. Genau. Ja, und da haben wir jetzt lange, lange, lange hin und her überlegt. Ja. Es ist jetzt, wir haben uns gegen die 4-wöchige Reise nach Dubai entschieden und uns ganz einfach für einen Gutschein. Überschaubaren 50-Euro-Gutschein entschieden, und zwar für unseren Online-Shop, wo ihr so großartige Dinge wie diese wunderbaren Cappies, T-Shirts, Masken, Mauspads, Flaschen, was man das Herz begehrt, kann man da kaufen. Genau. Genau. Und dafür kriegt ihr einen 50-Euro-Gutschein von uns, oder der Gewinner zumindest. Und genau, kann sich dann da aussuchen, was er gerne haben möchte. Genau. Ansonsten vielleicht noch wichtig darauf hinzuweisen, bitte keine Fotos mehr schicken. Einsendeschluss ist vorbei. Alles, was uns jetzt noch erreicht, können wir leider nicht mehr berücksichtigen, denn wir haben die Favoriten jetzt festgelegt. Und die schauen wir uns jetzt an. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Ja, jetzt haben wir uns hier zurückgezogen in unseren Schnittraum, ne? Und haben uns ein bisschen das gemütlich gemacht und zeigen euch jetzt die Bikes. Wir fangen mal an mit dem Bike Nummer 1. Eine Moto Guzzi Le Mans 3. Von 1983, geschickt hat uns das der liebe Thomas. Die Nachnamen verraten wir euch nicht. Und ja, super schöne Maschine. Oh, ja, das finde ich hier, gerade das erste Bild, das finde ich super geil. Ja. Und was ich da so geil finde, ist der Hintergrund komplett dezent mit grauer Beton und die Maschine sehr schön getroffen. Im Profil finde ich das wirklich schön. Ja, ja. Das erste Bild finde ich fast am besten. Ja. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß noch, letztens stand in Colmar genau so eine, eine Le Mans 3. Und da stand ich so davor und dachte, oh, ach, gekröpft, also M-Lenker und dann so Sportmaschine und dann mit diesem V2 längs eingebaut von Guzzi. Ich glaube, ehrlich gesagt, die fährt sich gar nicht so richtig geil, aber ist ein wunderschönes. Ja, es geht ja aber auch nicht ums Fahren, es geht ums Bild, und da finde ich sehr gelungenes. Ja, sehr schön. Sehr gelungener Einsendung. Also, das war unser Vorschlag oder Nummer 1. Vielen Dank nochmal an den lieben Thomas für das Einsenden. Und wir machen weiter mit dem zweiten Bike. Mach du mal bitte. Ja, genau. Das finde ich auch eine ganz großartige Geschichte. Diese BMW R100 RT aus dem Jahre 79. Und da wurde uns tatsächlich der Vorher-Nachher-Bildvergleich auch geschickt. Sehr interessant. Aber hier auf Bild 1 sieht man noch, wie die Maschine einst den neuen Besitzer erreicht hat, in einem nicht so ganz perfekten Zustand. Und da wurde dann wirklich ganz schön was draus gemacht. Ja? Hier sehen wir jetzt, wie die Maschine heute aussieht. Sehr geil, finde ich. Mhm. Sehr beeindruckend. Und witzigerweise, guck mal, die haben sogar auf der Maschine geheiratet. Mhm. Ist das nicht niedlich? Ja. Genau, geschickt hat uns das. Achso, warte mal, ich gehe mal runter hier.
geschickt hat uns die Bilder Luigi, dessen Nachnamen wir an der Stelle auch nicht verraten werden. Nee. Vielen Dank, Luigi. Sehr schöne Maschine. Und Luigi hat uns eine ellenlange E-Mail geschrieben, in der auch erklärt wird, was alles gemacht wurde. Das Heck wurde gekürzt, eine Hattech-Auspuffanlage angebaut, Moto-Gadget-Blinker, Bedienung und Elektronik mit vielen 7-Rock-Teilen und so weiter und so weiter. Ich will es gar nicht alles vorlesen, das dauert zu lange. Auf jeden Fall hatte das ursprüngliche Maschinchen war wohl mehr oder weniger fertig, hatte 150.000 Kilometer runter und auch einen Unfall. Wie gesagt, eine BMW RT aus dem Jahre 79 war die Basis. Genau. Damals schrottreif und heute ein wirklich schönes Motorrad geworden. Hut ab, vielen Dank. Genau, das war der gute Luigi. Dann machen wir weiter mit einem sehr altem Bike, und zwar der Victoria V35 Baumeister, diese Maschine hat. Bergmeister. Bergmeister, glaube ich, gesagt. Baumeister. Bergmeister. Der Baumeister. Genau. Dazu hat uns Martin eine E-Mail geschickt aus dem Südschwarzwald. Ich lese mal vor, es fängt so süß. Hallo, ihr Nordlichter. Hallo in den Schwarzwald. Sende euch Bilder von meiner V35 Bergmeister aus dem Jahre 1955. Richtig Rock'n'Roll. Altes Ding, irgendwie mühsame Arbeit bis auf die letzte Schraube zerlegt. Ja. Er strahlt im neuen Glanz, läuft wie ein Uhrwerk, der Sound ist gigantisch und ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie vorher noch nie gesehen, diese Victoria Bergmeister. Ich weiß gar nicht, was das ist. Volker würde jetzt wahrscheinlich mich an die Wand stellen und sagen, du Vollidiot. Also Victoria ist ja ein ganz alter Hersteller und diese V35 Bergmeister hat ein V2 mit 21 PS und ja, hat damals 2425 D-Mark gekostet. Also eine wunderschöne Maschine, muss ich sagen. Und ja, und auch wirklich schön hergerichtet. Ne? Ja, ja. Also, echt richtig cool. Ja. Ganz cool. Tolles Ding. Okay. Gut, weiter geht's mit dem Bike Nummer 4 von dem lieben Gerd eingesendet. Genau. Das ist eine BMW, und zwar die A90 und hier in der Paris Dakar Version. Finde ich sehr geil, gefällt mir sehr, sehr gut. Und übrigens, das wäre das Motorrad, was wir heute eigentlich testen wollen. Genau, was Urban. Leider verkauft ist. Ja, ja, genau. Das ist eine Urban, glaube ich sogar, ne? Ja, das, ja, also es ist tatsächlich, finde ich jetzt gerade von den neuen Maschinen, eine der schönsten in meinen Augen. Das ist natürlich totale Geschmacksfrage, aber ich finde, das ist tatsächlich, also gefällt mir super gut, das Motorrad. Ja, und vor allem auch diese gebissene Farbgebung, ne? In Orange, weiß, naja, Paris Dakar halt, ne? So ein bisschen nachempfunden. Wir gucken mal, was er geschrieben hat. Mondfolge und Dimon, umgebaut. Genau, Vorbild Paris Dakar, Gewinnerin von 1985. Das ist eine Urban GS aus dem Jahre 2019. Da hat noch eine zweite geschickt, aber die lassen wir jetzt einfach mal sein. Ja gut, der gute Gerd mit seiner BMW R90. Sehr schönes Motorrad, sehr schöne Bilder. Sehr schön gemacht, genau. So, und die letzte Maschine, die hat uns der gute Hermann geschickt. Steht hier auch, wo er herkommt? Nee, Gruß Hermann. Und zwar ist das eine Ducati 900 SD Dama aus dem Jahre 1978. Aus der ersten Serie, und er selbst schreibt, ich fahre solch ein Moped, weil mir die 70er Jahre Bikes einfach am besten gefallen und ich nehme dafür auch gewisse Unannehmlichkeiten in Kauf. Wir wissen genau, was er meint. Die Dinger fahren nämlich echt wie ein Eimer, muss man ehrlicherweise sagen. Also das war damals halt alles noch ein bisschen schwieriger, aber guckt euch bitte diese Aufnahmen hier an, in diesem geilen Gelb. Also, und dann dieses typische Ducati in dieser Schriftzug, ne? Herrlich. Ja, herrlich. Und vor allen Dingen, was ich sagen muss, Hermann, es ist eine wahre Freude, ein so gepflegtes altes Motorrad zu sehen. Genau. Finde ich sehr schön. Ja, ja, das war es im Grunde genommen. Ne? Das waren die 5 Bikes. Und ja, wenn ihr euch jetzt nicht erinnert, müsst ihr euch das leider alles nochmal angucken. Denn jetzt geht es zum Thema. Genau, wir können es aber vielleicht nochmal kurz vorlesen. Es war an Stelle 1 Moto Guzzi Le Mans. Stelle 2 war die BMW R100, der Umbau. 3 war die Bergmeister. 4 war die R90 Paris Dakar Version und 5 die Ducati 900 SD. Genau. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, was euer Favorit ist. Genau, das erklären wir euch jetzt nochmal. Ja, das waren die 5 von uns vorausgewählten Finalisten. Und ja, wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Ich weise nochmal darauf hin, in der Description hier gibt es einen Link zu dem Community-Bereich auf unserem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt persönlich
abstimmen könnt. Da sind die Bikes genau in der Reihenfolge, in der ihr sie eben gesehen habt und auch mit dem Namen des Bikes. Also das müsst ihr eigentlich hinkriegen. Und klickt einfach das Bike an, das ihr am schönsten, weil ihr könnt sowieso nur einmal teilnehmen. Also insofern, ne? Genau. Und wir warten dann eine Woche ab und dann... Hat irgendjemand die meisten Klicks erreicht und der gewinnt dann besagten 50 € Gutschein für den Motorradtest.de Shop. Genau, den kontaktieren wir dann per E-Mail. Ne? Also ihr braucht nicht jetzt anzurufen oder zu fragen, habe ich gewonnen. Wir kontaktieren euch. Bitte rufen Sie nicht an, wir melden uns. Genau. Ja, und du wolltest noch was sagen zu dem... Genau, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass so viele Leute sich so viel Mühe gegeben haben und mitgemacht haben. Und ich bitte euch, seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht in unserer Auswahl dabei wart. Ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, es waren so viele Zuschriften und so viele hätten es verdient. Ja. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir 5 auswählen, die dann aus denen ihr dann den Sieger wählt. Und mehr als 5 konnten wir leider nicht auswählen. Und irgendwie mussten wir uns entscheiden und haben das auch gemacht. Aber nicht traurig sein, es waren ganz, ganz viele dabei, die wirklich tolle Fotos geschickt haben. Und wir haben uns auch dazu entschieden, weil das so ist... Ja. Werden wir in den nächsten Wochen uns nochmal hinsetzen und noch einen zweiten Part machen, wo dann nochmal 5 Favoriten von uns für euch zur Wahl stehen. Es wird also nochmal einen zweiten Gewinner-Part geben dazu. Genau. Aber das sehen wir dann in einigen Wochen. Genau. Jetzt geht es erstmal darum, den Gewinner aus den 5 vorgestellten Fotos zu ermitteln. Und da freuen wir uns, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Jo, genau. Und die Umfrage ist jetzt auch schon online. Ihr könnt also jetzt schon teilnehmen. Und wie gesagt, wir warten jetzt eine Woche ab und dann steht der Gewinner fest. Und dann schließen wir auch die Umfrage und melden uns dann beim Gewinner. Soll es mal gewesen sein, aus dem sonnigen Glückstadt. Ne? Ganz genau. Schönes Wetter heute. Wir fahren nachher noch eine Runde, ne? Na klar. Wir fahren nochmal nach Colmar, mal sehen, ne? Vielleicht treffen wir einen der Teilnehmer da. Okay, ja Leute, das war's. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Jo. Tschüssi. Tschüss.